Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich die 24 für 24 Liste von mir für euch. Ich habe mir wieder eine Lese-Challenge gesetzt, beziehungsweise eigentlich habe ich mir zwei Lese-Challenges gesetzt. Zum einen ist das, dass ich 150 Bücher in 2024 schaffen möchte. Und zum zweiten ist es eben die 24 für 24 Liste. Das heißt, ich habe mir 24 Bücher ausgesucht, die ich in meinem Lesejahr 2024 auch lesen möchte. Ich bin mal gespannt, wie ich das 2034 mache, weil ja, die 23 Liste habe ich schon fast nicht geschafft. Ich habe sie geschafft, aber auch wirklich nur, weil ich auf die letzten Meter nochmal wirklich Gas gegeben habe und nur diese Bücher noch gelesen habe. Aber ich bin guter Dinge, dass die 2024er-Liste vielleicht ein bisschen einfacher für mich wird, weil ich es diesmal wieder so gemacht habe, dass ich 12 Bücher, und diesmal geht es auch auf, es ist kein ungerades Jahr, ich habe 12 Bücher von meinem Sub genommen. Das heißt, diese 12 Bücher soll, muss, darf ich dieses Jahr endlich von meinem Stapel der ungelesenen Bücher befreien. Und ich habe 12 Neuerscheinungen aus dem Jahre 2024 genommen, weil ich einfach denke, die Subbücher, die liegen teilweise ja schon etwas länger hier. Und es hat vielleicht auch Gründe, dass ich sie noch nicht gelesen habe. Weil eben im Laufe eines Jahres so viele neue, tolle Bücher auf den Markt kommen. Und deshalb sind wir dieses Jahr super schlau und nehmen gleich 12 Bücher von den Neuerscheinungen mit dazu. Und da sind auch Bücher dabei, von denen ihr genau wisst, dass ich sie so oder so lesen werde. Das heißt, ich kann dann, wenn ich sie so oder so lese, direkt schon ein Buch von meiner Liste streichen. Ja, sind wir mal wieder super schlau unterwegs heute. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber sofort mit dem ersten Buch der Liste, weil ich euch jetzt 24 Bücher vorstellen möchte. Und ich versuche auch so wenig wie möglich auszuschweifen und euch wieder tausend andere Dinge zu erzählen. Ich versuche mich wirklich jetzt auf die Bücher zu konzentrieren. Und ich habe hier auch meine schlaue Liste bei Rido. Also wer bei Rido ist, kann gerne mal schauen. Ich verlinke euch meinen Account unten in der Infobox. Da heiße ich auch einfach wie bei Instagram canis_art_books. Und da habe ich eine Liste angelegt mit meinen 2024er Büchern. So, jetzt starten wir aber in das Video mit dem ersten Buch, das von meinem Sub gekommen ist, beziehungsweise das eigentlich erst seit Weihnachten auf meinem Sub gelegen hat und auch direkt wieder runterwandern durfte, weil ich es als erstes Buch im Jahr 2024 bereits gelesen habe. Also einen Haken können wir schon verbuchen, bei den anderen verrate ich es natürlich noch nicht. Aber das erste war Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind, quasi die Ausgabe von Harry Potter, wo Harry diverse Dinge reingekritzelt hat. Hier zum Beispiel. So sieht das Ganze aus. Das war ja so eine Sonderausgabe. Ich habe sie zu Weihnachten bekommen. Und ja, es ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Also ich habe dieses Mal versucht, es ein bisschen zu mischen, weil ich im letzten Jahr so viele dicke Bücher auf meinem Stapel hatte, wie zum Beispiel Lore, wie zum Beispiel Nevernight, wie zum Beispiel, was hatte ich noch auf meiner Liste? Luca und Allegra, der Doppelband. Dann, was hatte ich denn noch auf meiner Liste letztes Jahr? Das ist eine gute Frage. Ist ja nicht so, dass ich es gerade erst nochmal abgedreht hatte. Ja, auf jeden Fall hatte ich sehr viele dicke Bücher drauf. Ich habe hier auch wieder sehr, ja, umfangreiche Bücher drauf, aber habe dann einfach zwischendurch auch mal eins genommen, das eben nicht so dick ist und wo man dann relativ zeitnah einen Haken machen kann. Ja, das Buch, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen. Es gibt da auch keinen Klappentext wirklich dazu, weil es eben so ein Benefits-Buch war. Und zu Fantastische Tierwesen muss man, denke ich, allgemein nicht mehr so viel erläutern. Ja, das wäre auf jeden Fall Buch Nummer 1 von meiner 24 für 24 Liste. Das zweite Buch habe ich von meiner lieben Lou damals geschenkt bekommen. Ich glaube, bei einem Gewinnspiel, bei dem ich gewonnen habe, durfte man sich ein Wunschbuch aussuchen und seitdem liegt es auch hier. Ich habe die vorherige Reihe bereits gelesen und die Reihe, die ich euch jetzt zeigen möchte, die baut eben auf die Hauptreihe auf.
Und zwar ist das das Lied der Krähen. Das ist ja, oh, da hängt ein Haar drin, schön. Das ist ja quasi die Reihe zu der Serie Shadow and Bone, die ich bis heute immer noch nicht gesehen habe, weil ich zuerst die Bücher lesen möchte. Aber ich habe von Lou den ersten Band als, ja, Farbschnittausgabe bekommen. Also diese Erstauflagen-Farbschnitt. Und ich möchte den zweiten Band natürlich auch mit Farbschnitt haben und den habe ich bisher noch nicht gefunden. Und deshalb habe ich die Reihe noch nicht angefangen. Das ist wirklich der einzige Grund, weil ich sie dann einfach in einem Rutsch lesen möchte. Sie sind ja beide schon länger erschienen. Ja, aber mein Monk ist monkisch und möchte natürlich auch diese Erstauflage haben. So, hier seht ihr nochmal eine Karte. Ich finde das immer super schön, sich das vorher anzugucken, damit man einfach so ein bisschen, ja, sich vorstellen kann, wo die verschiedenen Szenen spielen. Und jetzt lese ich euch natürlich noch den Klappentext vor. 6 unberechenbare Außenseiter, eine unmögliche Mission. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die 6 Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesicherten Gefängnis der Welt befreien sollen. Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht der Einzige, der Geheimnisse vor den anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die 6 Krähen ahnen können. Ich habe meine Liste jetzt nicht sortiert, dass jetzt zum Beispiel erst die 12 Subbücher kommen und dann die 12 Neuerscheinungsbücher. Ich habe das einfach bunt gemischt, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Das dritte Buch auf meiner Liste ist nämlich ein Buch, das noch nicht erschienen ist. Es erscheint erst... Moment, wo steht's? Es erscheint erst am 12. März. Und wenn ich euch jetzt zeige, welches das ist, dann sagt ihr ja, es war klar, dass dieses Buch definitiv auf deiner Wunschliste landet. Es ist nämlich der 4. Teil der Tiermagier-Reihe und ich habe die Reihe ja abgöttisch geliebt. Und ich habe, glaube ich, jedem in meinem Umfeld gesagt, dass er oder sie diese Reihe lesen soll. Klingen und Rosen heißt der 4. Band jetzt. Und ohne Witz, ich scharre schon mit den Hufen, weil das einfach eine meiner absoluten Lieblingsreihen der letzten 2-3 Jahre ist. Oder letzten 2 Jahre. Und ja, ich kann es gar nicht abwarten, bis der 4. Band jetzt endlich rauskommt. Früher war ich ein Tiermagier, jetzt bin ich etwas anderes, etwas Dunkleres. Die Verbindung zu magischen Wesen ist für einen Tiermagier so selbstverständlich wie das Atmen. Sie endet erst mit dem Tod oder wenn man wie Gage von den Toten auferweckt wird, um als unsterblicher Assassine zurückzukehren. Gage weiß nicht, ob er sich an dieses neue Leben gewöhnen kann oder ob er Kost je verzeihen kann, dass er es ihm aufgezwungen hat. Als Anführer der Assassinen ist es Kosts Pflicht, dafür zu sorgen, dass es seinen Leuten gut geht. Aber als derjenige, der für Gages Qualen verantwortlich ist, kann er nur dabei zusehen, wie der ehemalige Tiermagier mit seinen neuen Fähigkeiten und dem Verlust seiner Tierwesen kämpft. Gage schafft es nicht, die Schattenmagie der Assassinen zu bändigen. Aber unkontrollierte Magie ist gefährlich, sehr gefährlich. Das nächste Buch habe ich offiziell auf meinem Sub liegen. Aber inoffiziell habe ich es noch nicht im Regal stehen. Ich habe es mir nämlich als E-Book runtergeladen und deshalb zähle ich es jetzt einfach mal als Sub-Buch, weil ich genau weiß, dass es auch noch hier einziehen darf. Aber da habe ich das gleiche Problem wie bei den Krähen. Ich habe den ersten Band mit Erstauflagen-Farbschnitt und möchte den zweiten natürlich auch in dieser Edition haben. Ich spreche von Nevernight. Der zweite Band heißt Das Spiel. Den ersten habe ich ja mit Ivy zusammen gelesen und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, wir haben ja letztens unsere Listen verglichen, dass sie den zweiten Band auch auf ihrer 24-für-24 Liste hat. So oder so haben wir gesagt, wir möchten die Reihe jetzt zeitnah mal weiterlesen. Es ist ja bestimmt jetzt auch schon 3 Monate her, dass wir den ersten Band gelesen haben. Von daher wird es jetzt langsam mal Zeit. Ich werde euch natürlich jetzt den Klappentext zum zweiten Band vorlesen, weil eben der zweite Band auf meiner Liste ist. Also wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, dann es gibt einfach mal ein bisschen weiter vor. Nachdem Mia einen der Männer umgebracht hat, der für die Zerstörung ihrer Familie verantwortlich ist, bleiben noch 2 über. Kardinal Duomo und Konsul Skeva. Beide sind jedoch vor der Öffentlichkeit abgeschirmt und für Mia unerreichbar. Schlimmer noch, die Rote Kirche selbst scheint Skeva zu schützen.
Um an ihn heranzukommen, geht Mia ein großes Risiko ein. Sie kehrt der Kirche den Rücken und begibt sich selbst in die Sklaverei, um als Gladiatorin an den großen Spielen in Gottes Grab teilzunehmen. Mia merkt schnell, dass sie diesmal zu weit gegangen ist, denn auf dem blutigen Sand der Arena gibt es keine Gnade und nur eine Regel, Ruhm und Ehre oder Tod. Dann hat es ein Buch auf meine Liste geschafft, das ich auch noch gar nicht so lange habe. Ich habe es von einer Freundin geschenkt bekommen, so als kleines Dankeschön. Und als kleines Dankeschön, das ist ein richtig dicker Schinken. Also ja, ich war auch erst ein bisschen verwirrt, warum es mir geschickt wurde, weil ich es nicht bestellt hatte. Und manchmal bestelle ich für Evie bei Chest of Fandoms und dachte dann, ach ja, vielleicht habe ich es für sie bestellt. War dann aber auch nicht so. Und dann habe ich ganz am Schluss, als ich schon wirklich alle E-Mails durchgeguckt hatte, meinen Account durchgeguckt hatte etc., habe ich dann gesehen, dass auf dem Lieferschein ein Name von meiner Freundin steht und ja, habe ihr dann geschrieben, hast du mir das bestellt? Ich spreche von Silver in the Bone von Alexandra Bracken. Eigentlich wollten wir es auch als Buddyread lesen, zusammen mit Lou auch noch, aber irgendwie habe ich dann vor ein paar Tagen gesehen, dass die beiden es schon zusammen gelesen haben und mich einfach mal vergessen haben. Schweine, Minuskollegen nennt man sowas. Ja, das heißt, ich werde das Ganze dann jetzt alleine lesen, es sei denn, jemand erbarmt sich und liest es mit mir. Also falls es jemand von euch hat, darf er oder sie sich gerne bei mir melden. Und dann wird dieses Buch auch von meinem Sub verschwinden. Magie nimmt mehr, als sie gibt. Tamsin kann keine Magie sehen. Ein Makel innerhalb der Gilde der Hollower. Trotzdem jagt sie nach den legendären Artefakten, immer in der Hoffnung, einen magischen Gegenstand zu finden, der den Fluch ihres Bruders bricht. Als ein neuer Auftrag sie nach Avalon auf die Spur eines mächtigen Rings führt, der ihren Bruder retten könnte, beginnt für Tamsin ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch andere Hollower sind hinter dem Ring her. Der arrogante Embris ist der Letzte, mit dem Tamsin sich zusammentun möchte, aber es ist ihre einzige Chance, um den Ring zuerst zu erreichen. Doch auf Avalon liegt ebenfalls ein Fluch und Tamsin muss sich der Dunkelheit stellen, wenn sie nicht nur ihren Bruder retten will. Am 28. Februar erscheint das Buch, das es ebenfalls auf meine Liste geschafft hat und ich habe es euch in meinem Neuerscheinungsvideo für den Februar auch schon vorgestellt. Es ist nämlich das neue Buch von der lieben Franzi Kopka, Honesty, was die Wahrheit verbirgt. So, verbirgt. Ich wollte sagen verschweigt, aber nein, es heißt verbirgt. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil es auch wieder eine Dystopie ist und die Gameshow-Dystopie von ihr hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag ihr Worldbuilding, ich mag ihren Schreibstil, ich mag die Art, wie sie Dinge erklärt. Das wird, denke ich, auch wieder ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen wird. Hoffe ich doch, zumindest mal. Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der niemand mehr lügt. Du kannst allen Menschen bedingungslos vertrauen, allen außer dir selbst. Anfang des 24. Jahrhunderts herrscht vollkommener Frieden. Emotionen wie Misstrauen, Wut oder Eifersucht, die Menschen unbedacht handeln lassen, gibt es nicht mehr. Gesichert wird dieser Frieden durch das Medikament Veritab sowie die künstliche Intelligenz AISS. Doch obwohl May ihren Veritab regelmäßig einnimmt, spürt sie all jene verbotenen Gefühle. Als sie von ihrem Freund verlassen wird, muss sie am Partnerschaftsprogramm der Regierung teilnehmen. Ihr stehen 8 Wochen unter strengster Beobachtung bevor. May tut ihr Bestes, ihre Gefühle zu verstecken, aber dann lernt sie Grayson kennen und schon bald muss sie sich fragen, ob die ganze Geschichte von Wahrheit und Frieden nichts als eine große Lüge ist. Das nächste Buch zähle ich auch zu der Sorte, die ich von meinem Sub nehme, auch wenn ich es in physischer Form noch nicht da habe. Ich habe es als E-Book bzw. auch als Hörbuch auf dem Handy und warte jetzt einfach nur drauf, dass es bei Rebuy nochmal online kommt, weil mir das als neue Ausgabe einfach zu teuer ist, dafür, dass ich es ja auch als Hörbuch hören kann. Ich behalte da immer mal so ein bisschen Rebuy im Auge, ob es denn irgendwann mal günstig online kommt und dann werde ich da auch zuschlagen, aber so lang nehme ich es eben als E-Book und in Hörbuchform. Ich spreche von Prison Healer 2 und da habe ich ja quasi das Lesejahr 2023 mit dem ersten Band beendet. Das war quasi das letzte Buch, das ich 2023 gelesen habe. Und da ich wissen will, wie es weitergeht, weil es mir richtig gut gefallen hat, möchte ich natürlich auch jetzt Band 2 lesen. Und da hat es sich einfach angeboten, dass ich den zweiten Band auf meine 24 für 24 Liste mache. Nach 10 Jahren im brutalen Gefängnis Zallendorf ist Kiva endlich frei. Zusammen mit Kronprinz Yaren hat sie das Elementarurteil überlebt und es nach Valenia geschafft, was Yaren
jedoch nicht ahnt, Kiva ist nicht nur Heilerin, sondern auch die Tochter der Rebellenkönigin und damit Staatsfeindin Nummer 1. In Valenia will Kiva endlich ihre Familie finden und ihr Königreich zurückerobern. Zumindest ist das der Plan. Doch ihre Geschwister haben sich verändert und Kiva kann ihre Gefühle für Jahren nicht so leicht ignorieren. Mehr und mehr muss sie sich fragen, wem gehört ihre wahre Loyalität? Schon ganz, ganz bald, am 1. Februar, wird ein Buch erscheinen, das ich auch auf meine Liste gepackt habe, weil mich der Klappentext richtig, richtig neugierig gemacht hat. Godkiller heißt das Ganze, habe ich euch auch im Neuerscheinungsvideo bereits erzählt oder einiges davon erzählt, warum es das auf meine Liste schaffen wird. Oder geschafft hat, final. Es ist einfach ein hübsches Cover, der Klappentext spricht mich an und Ivy hat es auch auf ihrem 24, auf ihrer 24x24 Liste. Vielleicht können wir da ja wirklich auch einen Buddy-Read dazu machen. Eine Frau, die Götter tötet, ein brotbackender Ritter und ein adeliges Mädchen mit einem Gott im Gepäck. Die unaufhaltsame Kissen hat sich das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann, Skedi, der Gott der Notlügen. Er ist an das junge, adlige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Gemeinsam müssen sie nach Plenraden reisen, die letzte Stadt, in der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis. In seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnend, was im Herzen von Plenraden lauert, tritt die ungleiche Gruppe ihre Reise an. Die nächsten Bücher auf meiner Liste sind alles Subbücher, also fragt mich nicht, wie ich diese Reihenfolge festgelegt habe. Ist einfach so passiert und ich lese sie ja auch nicht der Reihe nach, sondern lese das, worauf ich gerade Lust habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar, die ich euch tatsächlich auch in die Kamera halten kann. Zum einen wäre das, wo sich Licht im Wasser bricht. Das habe ich mir ja relativ um den Release Day gekauft bei, ich glaube, Chest of Fandoms war das, wenn ich mich nicht täusche. Der zweite Band ist mittlerweile auch schon erschienen und ich habe gerade die Woche für Ivy eine Bestellung bei Chest of Fandoms gemacht. Ich hätte es eigentlich mitbestellen können. Ja, wäre da nicht das Januar-Buchkaufverbot. Deshalb habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Vielleicht im Februar mal gucken, je nachdem, wann ich mit diesem Buch starten werde. Also ich habe es jetzt eigentlich für den Februar noch nicht vor, dieses Buch zu beenden, weil einige der 24x24 Bücher doch ein bisschen lauter schreien als dieses hier. Aber vielleicht dann im März. We will see. Mit dir will ich in den Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus. Sprichwörtlich den Sternen entgegen, auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste Santiagos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen, auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Das nächste Buch habe ich mir mit der lieben Nenia zusammen auf der Buchmesse in Frankfurt gekauft und wir wollen es natürlich dann auch als Buddy-Read lesen. Fighting Fate von Julie Dorn, da habe ich schon so viel Gutes von gehört und ich finde die Aufmachung auch einfach wunderschön. Da hat sich New Notes wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem Design. Hier sieht es. So sieht es auf der Rückseite aus. Also ist kein Klappentext auf der Rückseite. Der ist nämlich innen drin. Richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände die Reihe haben wird. Aber das lässt sich ja bestimmt zeitnah herausfinden. Hier steht leider nichts. Aber ich werde es auf jeden Fall recherchieren. Er ist der Prinz des Hades, sie sein Bodyguard, zwei Fremde, die das Schicksal zusammengeführt hat. Taro fristet ein trostloses Dasein. Seit Jahrhunderten darf er sein Apartment in New York nicht verlassen. Die Strafe für ein unverzeihliches Verbrechen. Die Erinien warten nur darauf, ihn in Stücke zu zerreißen, sollte er einen Fehler machen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles. Taro stellt fest, dass er an ihrer Seite für die Erinien unsichtbar ist. Und so heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Pandora, die Taros Fluch als einzige aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taro auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Das Buch, das ich euch als nächstes zeigen möchte, habe ich irgendwann mal bei Rebuy bestellt und es ist wirklich,
Also es sieht wirklich aus, als wäre es ungelesen. Keine Leserillen, kein gar nichts. Du bist mein Lieblingsgefühl von Kira Groh. Ich mag ja Kira sehr, sehr gerne, beziehungsweise ihren Schreibstil. Ich finde auch ihren Account sehr unterhaltsam. Also sie macht da auch ein bisschen privaten Content. Also man sieht ab und zu auch mal die Familie. Das finde ich auch ganz schön. Und ja, ich finde sie sympathisch. Ich finde ihre Bücher sympathisch. Und deshalb dachte ich mir, kaufst du es dir? Hab's dann aber irgendwie noch nicht gelesen. Aber es ist nicht so dick. Es ist auch ein bisschen kleiner. Ich dachte mir, das wäre vielleicht ein gutes Buch, um die ganzen dicken Schinken dazwischen ein bisschen abzufedern. Verliebt, verlobt, verheiratet? Max ist ein Romantiker, Nela nicht. Als sie sich ausgerechnet in einem Brautmodelladen begegnen, schlägt jedoch bei beiden unwiderruflich der Blitz ein. Das Problem, Nela trägt bei dieser Begegnung ein Hochzeitskleid und Max hilft einer Frau mit ihrer Corsage. Für beide ist klar, dass der jeweils andere bald heiratet und damit tabu ist. Doch als der Zufall Max und Nela erneut zusammenführt, werden die guten Vorsätze auf die Probe gestellt. Möge die Hochzeitssaison beginnen. Das nächste Buch habe ich mir tatsächlich auch auf der Buchmesse gekauft. Wir von der Presse durften ja schon eine Stunde vor quasi offizieller Halleneröffnung in die Halle rein. Und sobald die Bücherbüchse ihre Kasse geöffnet hatte, haben wir da gestanden und haben uns Bücher gekauft. Vorher durften wir natürlich im Stand schon schauen, aber ich glaube so um 8:30 hatten sie dann die Kasse auch geöffnet, eine halbe Stunde vor Hallenöffnung. Und dann durfte Flower and Bones bei mir einziehen. Das ist der erste Band der Dilogie mit diesem wunderschönen Bücherbüchse-Farbschnitt. Logischerweise ist bei Band 2 die zweite Hälfte des Gesichtes. Ich bin ja so ein riesen Dios de la Muerte-Fan und deshalb habe ich mich einfach für dieses Buch entschieden. Ich hatte erst überlegt, das Buch von Stella Tuck, diese Märchenadaption, mitzunehmen, aber dann wurde es doch Flower and Bones. Eigentlich dachte ich, ich kann es mit Nella zusammenlesen, aber die hat es jetzt leider schon gelesen. Von daher werde ich es dann wohl auch wieder alleine lesen. Am Tag der Toten erwacht die Magie zum Leben. Valentina hütet ein Geheimnis. Sie ist La Catrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Doch Valentina muss aufpassen, nicht zur Zielscheibe zu werden. Denn seit die Menschen von der Existenz übernatürlicher Wesen wissen, machen einige von ihnen unerbittlich Jagd auf sie. Valentina vertraut sich ausgerechnet der Hexe Lily an, nichts ahnend, dass diese ihre eigenen Pläne verfolgt. Eine schicksalhafte Entscheidung. Das folgende Buch habe ich tatsächlich auch zusammen mit Ivy gekauft, beziehungsweise wir haben eine Bücherbüchse Großbestellung gemacht. Damals haben wir uns beide Babel gekauft und damals haben wir uns beide Der verwunschene Fluss gekauft. Beides auf Empfehlung von Maren. Wir haben da so eine Dreier-WhatsApp-Gruppe und sie meinte, wir sollen uns die unbedingt kaufen. Gesagt, getan. Jetzt liegt's hier. Ich habe gesehen, dass Maren 2023 einige Bücher von Rebecca Ross gelesen hat und habe ihr dann auch geschrieben, ja, ich habe mir jetzt auch endlich mal das Buch auf die 24-24-Liste gesetzt und sie hat dann gesagt, ja, sie hofft, dass es mir dann auch gefallen wird. Ich bin gespannt. Bei Maren und mir ist das immer ganz witzig. Wir haben manchmal so Phasen, wenn ihr ein Buch gefällt, gefällt es mir nicht und wenn es mir gefällt, gefällt es ihr nicht. Ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe davon auch schon sehr viel Gutes gehört. Von daher lassen wir es mal auf uns zukommen. Die Magie der Musik. Cadence ist eine verzauberte Insel. Der Wind flüstert geheimnisvoll. Tatans können so stark wie Rüstungen sein. Und der kleinste Schnitt eines Messers löst bisweilen unergründliche Angst aus. Die launischen Geister, die die Insel mit Feuer, Wasser, Erde und Wind regieren, treiben ihren Schabernack mit den Menschen, die die Insel ihr Zuhause nennen. Der Bade Jack Tamerlane hat seit 10 Jahren keinen Fuß mehr auf Cadence gesetzt. Doch als mehrere junge Mädchen von der Insel verschwinden, wird er gerufen, um bei der Suche nach den Vermissten zu helfen. Der Hilferuf kommt unerwartet, stammt er doch von Adera, Jacks erklärter Feindin aus Kindertagen. Sie ist bereit, ihren alten Zwist zu vergessen, denn sie weiß, dass die Geister ausschließlich auf die Musik eines Baden reagieren. Und so hofft sie, dass Jack sie mit seinem Gesang anlocken kann, damit sie die verschwundenen Mädchen zurückbringen. Doch mit jedem weiteren Lied wird deutlich, dass der Zwist mit den Geistern unheimlicher ist, als sie zunächst erwartet hatten. Und ein älteres, dunkles Geheimnis über Cadence lauert, das sie alle zu vernichten sucht. Auf das nächste Buch müssen wir leider noch ein bisschen warten. Das heißt, ich habe aber auch noch
ungefähr ein halbes Jahr Zeit, bis ich es von meiner Liste streichen kann oder bis ich mich dem Ganzen annehmen muss. Das heißt, ich kann vorher erst die anderen Bücher lesen. Das habe ich so oft das heißt gesagt. I'm so sorry. Ja, ich spreche von dem neuen Buch von Lily Lucas. This Could Be Love. Es ist einfach Lily Lucas. Ich musste auf allen Listen einmal die Lily drauf haben, weil sonst wäre es keine vollständige Liste für mich. Ich mag einfach ihre Bücher. Ich liebe ihren Schreibstil. Sie ist eine meiner liebsten Autorinnen im deutschsprachigen Bereich. Und ja, es hat kein Weg dran vorbeigeführt, dass ich dieses Buch nicht auf meine Liste setze, weil ich es einfach zu 1000% lesen werde und dieser Haken mir damit echt, ja, ohne Probleme sicher ist. Deutschlands Tennis-Shooting-Star Luisa ist nach einer Verletzung am Boden zerstört. In der Tennisschule ihrer Patentante Kay auf Hawaii will sie sich voll und ganz auf ihr Comeback konzentrieren. Als sie sich bereits beim ersten Lauftraining am Strand übernimmt, wacht sie ausgerechnet auf der Couch eines attraktiven Serverboys auf. Der ist aber spätestens dann tabu, als sie erfährt, dass es sich bei ihm um Vince Greenfield handelt, mit dem ihre Patentante auf Kriegsfuß steht, weil er in direkter Nachbarschaft zu ihrer Strandvilla ein Serverhostel eröffnen will. Obwohl sie Kay oder Kai, ich weiß es nicht genau, nicht in den Rücken fallen will, zieht es Luisa immer häufiger zu Vince, bis sie herausfindet, dass er ein paar wesentliche Kapitel seines Lebens unterschlagen hat. Wer meine Kanäle regelmäßig verfolgt, hat gesehen, welches Buch es zu meinem Jahreshighlight 2023 geschafft hat, beziehungsweise zwischen welchen beiden es sich final entschieden hat. Es waren nämlich zwei Bücher von Rebecca Yarros, zum einen Fourth Wing und zum anderen The Things We Leave Unfinished. Jetzt hat es natürlich auch ein weiteres Buch von ihr auf meine 24 für 24 Liste geschafft. Und nein, es ist nicht Iron Flame, es ist ihr neues Buch, das da heißt, Weil ich an dich glaube. Great and Precious Things. Das erscheint am 18.04. im Hause DTV. Ich habe hier nämlich meine schlaue Rido-App und da sehe ich auch immer alles Notwendige, was ich euch erzählen muss über die Bücher, die erst erscheinen werden. Ich mag ihren Schreibstil unheimlich gern. Ich finde, sie packt es einfach, den Leser zu fesseln und am Ball zu halten und macht es dabei so ultra spannend, dass man gar nicht weiß, was man überhaupt denken soll, wie das Buch ausgeht. Und das macht einfach einen guten Autor für mich aus und deshalb musste dieses Buch auch einfach auf meine Liste drauf. Wie weit gehst du für diejenigen, die du liebst? Zwei Dinge hat Camden Daniels für sich und seine Rückkehr in seine Heimatstadt Alba in Colorado vorgenommen. Er wird seinem kranken Vater die medizinische Behandlung ermöglichen, die dieser sich wünscht, und er wird seine Kindheitsliebe Willow auf Abstand halten, die Frau, die er schon immer geliebt hat, die er aufgrund der Vergangenheit aber nicht lieben darf. Willow ist allerdings ganz und gar nicht gewillt, sich von Camden fernzuhalten. Als die beiden sich unwillkürlich näher kommen und Willow sich in aller Öffentlichkeit bedingungslos hinter Camden stellt, könnte das jedoch alles zerstören, was ihnen wichtig ist. Über das nächste Buch werdet ihr euch vermutlich gar nicht wundern, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, weil es eine Autorin ist, die ich sehr, sehr gerne mag. Sie ist eine englischsprachige Autorin, von der ich schon x Bücher hier im Regal stehen habe und auch vermutlich alle weiteren Bücher von ihr hier einziehen werden. Ich spreche natürlich von Emma Scott und sie bringt am 26.07. ein neues Buch auf den Markt, das da heißt We Conquered the Dark. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit, bis dieser Punkt auf meiner Liste quasi zu erfüllen ist. Aber ich denke, dass ich das Buch zeitnah auch schon vorbestellen werde, weil ich einfach weiß, dass mir ihre Bücher alle gefallen. Es ist leider so. Mein Geldbeutel sagt, es ist leider so. Eine Liebe, die weder der Tod noch die Zeit zerstören kann. Nach dem Tod ihres Vaters verkriecht sich die introvertierte Lucy in die heile Welt von Liebesromanen. Als eines Tages ein scheinbar toter, äußerst attraktiver Mann vor ihrer Tür liegt, wird ihre Welt aus den Fugen gehoben. Cassiel ist ein Dämon, der nicht mehr wirklich an Erlösung glaubt. Zu viel Leid hat er über die Menschen gebracht. Er möchte Lucy dabei helfen, ihr Glück zu finden und dann seine eigene Existenz beenden. Bald schon wird klar, dass die beiden etwas verbindet, was über reine Anziehungskraft hinausgeht. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt Lucy nicht mehr diese schmerzliche Leere in sich. Doch um Cassiel zu erlösen, muss sich Lucy den finsteren Mächten der Unterwelt stellen. Die erste Fantasy-Reihe von Emma Scott. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Über das nächste Buch werdet ihr euch wahrscheinlich auch gar nicht wundern, weil, ja, wer mich kennt, weiß, dass es eine meiner liebsten Autorinnen ist, neben Rebecca Yarros. Und ja, sie ist auch aus dem englischsprachigen. Über das nächste Buch werdet ihr euch vermutlich gar nicht wundern, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, weil es eine Autorin ist, die ich sehr, sehr gerne mag. Sie ist eine englischsprachige Autorin, von der ich schon x Bücher hier im Regal stehen habe und der und auch vermutlich alle weiteren Bücher von ihr hier einziehen werden. Ich spreche natürlich von Emma Scott und sie bringt am 26.07. ein neues Buch auf den Markt, das da heißt We Conquered the Dark. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit, bis dieser Punkt auf meiner Liste quasi zu erfüllen ist. Aber ich denke, ja, dass ich das Buch zeitnah auch schon vorbestellen werde, weil ich einfach weiß, dass mir ihre Bücher alle gefallen. Es ist leider so. Mein Geldbeutel sagt, es ist leider so. Das nächste Buch hat mir tatsächlich auch Evie zugeflüstert, dass ich das doch bitte auf meine Liste packen soll, weil das in der Buchbubble anscheinend schon ultra gehypt ist. Ich habe es mal wieder nicht mitbekommen. Es ist mal wieder komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich traue dem, was sie sagt. Und da sie es auch auf ihrer Liste hat, gehe ich mal davon aus, dass mich das auch ein bisschen motivieren wird, es zu lesen. A Spark of Time, Rendezvous auf der Titanic. Ich habe es tatsächlich nicht vorher gesehen, weder auf BookTok noch auf Bookstagram noch sonst wo. Aber ich bin ein großer Titanic-Fan. Also ich mag den Film nicht. Also mit Leo und Kate mag ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mir, glaube ich, gefühlt alle Dokumentationen über den Untergang der Titanic, die es so gibt, angeschaut, weil ich das absolut faszinierend finde, was da damals geschehen ist und ja, was dieses Schiff eigentlich hätte leisten sollen und was im Vorfeld da konstruiert wurde, etc. etc. Finde ich alles total spannend und deshalb, ja, lese ich natürlich auch gern Bücher mit solch einem Setting. Lily de Grey und ihr Vater sind bekannt dafür, dass sie in ihrem Antiquariat die verschollensten Gegenstände wieder auftreiben können. Nur dass sie dafür durch die Zeit reisen, ist ihr Geheimnis. Als ein Ehepaar nach einer Kette sucht, führen alle Spuren auf die Titanic. Ein gefährlicher Auftrag, der jedoch alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Also reist Lily ins Jahr 1912 zurück und gibt sich als Dienstmädchen einer Gräfin aus. Dort trifft sie auf Ray, ein Passagier der ersten Klasse, der unerwartet Gefühle in ihr auslöst. Mit dem drohenden Untergang der Titanic muss Lily plötzlich eine Entscheidung treffen. Hält sie sich an den Kodex der Zeitreisenden oder rettet sie Rays Leben? Dann möchte ich ein Buch auf meine Liste setzen, das eine liebe Freundin von mir geschrieben hat. Und lustigerweise lese ich es gerade und parallel lese ich einen Buddy-Read mit ihr. Es ist total witzig. Ich spreche von Getting Closer von meiner lieben Yassi. Das habe ich euch ja auch schon in meinem Neuerscheinungsvideo 2024. Neuerscheinungsvideo Februar 2024 vorgestellt. Und ich möchte gar nicht so viel Worte drum verlieren, außer lest das Buch. Es ist einfach unfassbar witzig. Früher beste Freunde, nun erbitterte Feinde. Sie sind zusammen aufgewachsen und waren beste Freunde. Doch Cheerleader Mana kann nicht vergessen, was dann zwischen ihr und Lennox passiert ist. Nun ist er ein beliebter Footballspieler, arrogant, herablassend und wirft mit Vorurteilen um sich. Als sie für ein College-Projekt Zeit miteinander verbringen müssen, sind daher beide nicht begeistert. Der Dozent verlangt, dass die Studierenden die Hobbys und Angewohnheiten der jeweiligen Partner kennenlernen, um Klischees zu überwinden und Verständnis aufzubauen. Zwischen Sporttraining, Gesichtsmasken und Camping lernt Mana und Lennox lernen Mana und Lennox einander neu kennen. Können sie hinter sich lassen, was sie damals getrennt hat? Dass es das nächste Buch auf meiner Liste geschafft hat, ist, glaube ich, für niemanden in der Buchwelt verwunderlich. Das Buch möchte gefühlt jeder lesen und ich habe es natürlich damals auch schon vorbestellt, als es angekündigt wurde. Crescent City 3 ist natürlich ein Muss für alle Fantasy-Fans und für alle Sarah J. Maas-Fans sowieso. Ich bin mal gespannt, gerade die Woche haben sie ja den Farbschnitt released und ich finde ihn abgrundtief hässlich. Also Band 1 war ja rot und hatte dann auch den roten Farbschnitt. Band 2 war blau und hatte den blauen Farbschnitt und Band 3 ist ja so golden, golden-orange.
Und ich verrate jetzt nicht, wie der Farbschnitt farblich geworden ist, für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber es wurde eine Farbe gewählt, die einfach nicht passt. Die weder zu dem Cover passt, noch zu den Farbschnitten der anderen Bücher. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es sieht auf jeden Fall für mich ultra hässlich aus. Und ich gehe mal davon aus, dass ich die Bücher jetzt auch nicht mehr mit dem Farbschnitt nach vorne ins Regal stellen werde, sondern dann eben rumdrehen werde, damit man diesen hässlichen Farbschnitt in meinem Regal nicht sieht. I'm so sorry, DTV, aber ihr baut momentan einfach sehr, sehr viel Bockmist. Ich kann es nicht anders sagen. Gerade bei dieser Reihe sage ich wirklich ganz, ganz dringlich, wer Band 1 und 2 und vor allem 2 noch nicht gelesen hat, skippt jetzt bitte weiter, bis ich das nächste Buch hochhalte, weil dieser Klappentext spoilern wird. Er wird spoilern. Also wer Band 2 noch nicht gelesen hat, bitte hier nochmal nicht weiterschauen. Geht einfach so eine Minute weiter, spult eine Minute weiter oder macht einfach eine Minute den Ton aus, damit ihr den Klappentext hier nicht hört. Achtung, es geht los. Sie sind durch Welten getrennt. Können Bryce und Hunt ihre Liebe retten? Bryce Quinlan hätte nie gedacht, einmal eine andere Welt als Midgard zu sehen. Aber jetzt, wo es passiert ist, will sie nur noch zurück. Doch wieder nach Hause zu kommen, wird kein leichtes Unterfangen. Dazu wird sie all ihre Cleverness benötigen, denn woher soll sie wissen, wem sie vertrauen kann? Hunt Atalar steckte in seinem Leben schon in zahlreichen auswegslosen Situationen, aber diese könnte die auswegsloseste von allen sein. Er will Bryce unbedingt helfen, aber bis er sich aus den Fängen der Asteri befreien kann, sind ihm buchstäblich die Hände gebunden. Das nächste Buch wurde mir tatsächlich auch zugeflüstert, es auch auf meine Liste zu packen. Und ja, es war das letzte Buch, das es tatsächlich auch auf diese Liste geschafft hat. Es war auch ein Buch, das mir vorher nicht aufgefallen ist, also dass mir nirgendwo angezeigt wurde, das aber scheinbar einen riesen Hype hinter sich hat schon, keine Ahnung, oder dass auf jeden Fall viele Menschen auf dieses Buch warten. Ich spreche von The Hurricane Wars, noch nie davon gehört, weder von dem Buch noch von der Autorin. Es erscheint auf jeden Fall am 31. Mai bei Lux und ich lasse mich da dann einfach mal überraschen. Er ist ihr größter Feind und ihre größte Schwäche. Taliesin ist ein Findelkind und kannte bisher nur den erbarmungslosen Krieg gegen das Nachtimperium. Als einzige noch lebende Lichtweberin kämpft sie mit ihrer Magie an vorderster Front. Eines Tages kreuzt sich ihre Klinge mit der von Alaric, dem Prinzen des Nachtimperiums, und obwohl sie erbitterte Feinde sind, schrecken sie beide vor dem letzten tödlichen Schlag zurück. Als sich Taliesins Erbe offenbart, wird klar, dass nur sie und Alaric den Krieg beenden können und sie ihre magischen Kräfte vereinen müssen, um eine nie dagewesene Bedrohung abzuwenden. Doch wie kann sie sich mit dem Mann verbünden, der ihr so viel Leid gebracht hat? Ganz gleich, welche Gefühle er trotz allem in ihr auslöst. Aktuell lese ich ja gerade den 4. Band der The Darkest Gold-Reihe. Ich hätte ihn auch auf meine Liste setzen können, aber ich fand es irgendwie dramatischer, den 5. Band draufzusetzen. Und vor allem habe ich auch dann einfach noch ein bisschen Zeit, bis dieser 5. Band erscheint. Der kommt nämlich, glaube ich, erst im April. Ich glaube, 16. April oder so wird der finale Band erscheinen. Ich mag die Reihe ja unheimlich gern. Es ist ja die Geschichte oder es ist eine Adaption des König Midas. Der König Midas Legende. Und sie ist sehr düster, sehr brutal, sehr blutig. Also da muss man schon ja, fest im Sattel sitzen. Wer das Buch gelesen hat, der wird diesen Wortwitz auch verstehen. Ja, es ist auch sehr spicy und auch brutal spicy. Muss man einfach mögen. Ich mag es sehr gerne. Ich habe die Reihe wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und bin gespannt, was uns dann final in Band 5 erwartet. Ihr habt meine Flügel gebrochen, aber ihr werdet mich niemals brechen. Ich musste fliehen. Es war die einzige Möglichkeit zu überleben. Doch von einem gefährlichen Ort zu flüchten bedeutet nicht, dass man eine Zuflucht findet. Manchmal landet man nur an einem noch gefährlicheren Ort. Wie Anwyn, das Reich der Fae. Ein Land voller Magie und Wunder, wo doch an jeder Ecke der Tod lauert. Denn meine goldene Haut macht mich hier zu einem Symbol der Rebellion, zu einer Gefahr für den grausamen König der Fae. Ich muss eine Möglichkeit finden, zurück nach Orea zu kommen. Zurück zu dem Mann, den ich liebe, ohne bei dem Versuch zu sterben. Das nächste Buch habe ich euch,
glaube ich, bei meinem What I Read Next Voting schon ein paar Mal gezeigt. Und zwar, jetzt sind wir echt. Und da habe ich euch ja auch in einem anderen Video bereits erzählt, dass ich das auf meine 24/24 Liste gepackt habe. Wer also meinen Kanal regelmäßig verfolgt, für den dürfte das keine Überraschung sein, das Buch hier jetzt zu finden. Ich habe von Gabriela Santos de Lima noch nichts gelesen, wirklich noch gar nichts. Ich lasse mich da mal komplett von ihrem Schreibstil überraschen. Das ist eine Ausgabe von einer Buchhändlerin, die hat Ivy mir besorgt. Die kennt hier jemanden, der oder eine Dame, die bei der Buchhandlung hier arbeitet, und die mussten ihr Lager leer kriegen. Und da hat sie an mich gedacht und hat mir das Buch mitgebracht. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen ist eine große Frage. Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Kommen wir zu Buch Nummer 23, also das vorletzte Buch auf meiner Liste. Und das habe ich euch auch schon öfter in meinem What I Read Next Video gezeigt. Zodiac Love Starlight in Your Dreams, der erste Band der Zodiac Love Reihe. Und ja, ich habe jetzt einfach Lust, es zu lesen. Ich fand auch auf der Buchmesse das unglaublich toll, dass sie da so einen ganzen Raum in der Fotobox gemacht haben zu diesem Buch, zu den Sternzeichen. Ich habe da mit meinen Mädels so viele Fotos drin gemacht und habe dann gesagt, Mädels, spätestens nächstes Jahr packe ich das Buch auf meine 24/24 Liste, wenn ich es nicht durch ein What I Read Next vorher gelesen kriege. Leider hat niemand, oder es hat nicht niemand dafür gestimmt, aber es haben zu wenig dafür gestimmt. Deshalb ist es jetzt auf meiner Liste gelandet und deshalb werde ich es jetzt auch dieses Jahr endlich lesen. Die Liebe steht in den Sternen. Felix ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, seine Heimat Österreich hinter sich zu lassen und ein Auslandsstudium am University College Cork anzutreten. Alles lässt sich erstaunlich gut an, sogar sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter, bis er auf den schroffen Owen trifft. Owen, der am UCC Medizin studiert, hält im Gegensatz zu Felix überhaupt nichts von Astrologie. In einer hitzigen Diskussion kommt es zu einer Wette zwischen ihnen. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird voraussagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt und sorgt für Herzklopfen, das beide nicht so erwartet hätten. Und last but not least kommen wir zum letzten Buch, Buch Nummer 24 auf meiner 24/24 Liste. Und wenn ich euch sage, wer es geschrieben hat, dann sagt jeder von euch, der mich kennt, ja, es war klar. Es heißt nämlich das neue Buch von Lena Kiefer. Wer hätte es gedacht? Cold Heart heißt ihre neue Reihe, ist ja die Spin-off-Reihe zu Westworld, spielt in New York, spielt in der High-Society-Szene, also so ein bisschen Gossip Girl-mäßig, und es dreht sich um einen Charakter, den wir schon aus der Hauptreihe kennen, und der erzählt jetzt seine Geschichte und man erfährt, wie seine Geschichte allgemein weitergeht. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport. Alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit seiner Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sie sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, der zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule in New York finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, können weder Elijah noch Felicity lange ignorieren, nicht ahnend, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, führt die Spur ausgerechnet zu Felicitys Vater. Das war das letzte Buch auf meiner Liste und ich finde, es ist ein guter Mix zwischen nicht nur Subbüchern und Neuerscheinungen, sondern auch zwischen New Adult und Fantasy oder Romantasy. Also ich habe da versucht, so einen kleinen Spagat zu machen, dass beides irgendwo seinen Platz hat, dass nichts das andere überwiegt, wobei ich trotzdem denke, dass es ein Ticken mehr Fantasy beinhaltet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr auch diese Challenges macht, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon gelesen habt oder lesen wollt, beziehungsweise
vielleicht mag der ein oder andere ja doch auch einen Bodyweight starten. Das motiviert mich irgendwie immer, richtig Gas zu geben und die Liste abzuarbeiten. Hat letztes Jahr auch nur so ungefähr 3 bis 4 Monate gehalten. Dann kam ein großes Loch, eine Leseflaute und dann habe ich erst weitergemacht mit der Liste. Also toi toi toi, ich klopfe auf Holz, dass es dieses Jahr nicht so wird. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!